Ja, hi. Na, was ist chillig da drüben? Ja, ist chillig, oder? Ja, und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Vampire Storm 3, The Crimson Realm, die Demo. Wir sind hier gerade mitten im Kampf und wollen mal schauen. Halt. Ah, man kann auch wieder zurück, sehr schön. Ich will mal nämlich die Kampfhaltung ändern und zwar in die Angriffshaltung. Wobei, warte mal. Ja, Angriffshaltung, komm. Ist das denn? Das ist das Symbol, was wir hier haben. Da schau an. Das ist ja auch sehr interessant. Oh, das wird noch so eine Sache werden mit den Haltungen. Mal schauen, wie gut ich damit zurechtkommen werde. Verursacht Gift 100% Chance. Ja, erstmal vergiften. Ein Gegner verursacht häufig Brennen. Was kann der so? Und auch hier finde ich das Rad irgendwie falsch rum. Also es ist, ich glaube, andersrum wäre innovativo, wäre annehmbarer, sag ich mal. Speziell verursacht Looten 100% Chance. Ja, warte mal. Jetzt muss ich mal checken, was ich hier überhaupt schon. Das ist Gift. Okay. Dann Flamme. Machen wir auf Soldat A. Dann den Schnitt. Machen wir auf Soldat A. Und das haben wir hier. Schwarzes Loch hier. Krass. Alle Gegner, ein Gegner. Machen wir Polaris Dings da. Und was haben wir beim Krieger? Was ich gerade interessant finde, bei den Angriffen auf alle Gegner, muss man trotzdem nochmal bestätigen. Bietet der RPG Maker MV dann eventuell die Möglichkeit, auch Angriffe auf, sagen wir mal, zwei Gegner zu machen und die auszuwählen? Das wäre krass. Chaosschlag. Fußacht selten zufälligen Status, machen wir auf A. Bam. Dam, 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 dam. Oha, die haben ordentlich reingehauen. Nebel der Verwesung. Flamme, häufig brennen. Ja, machen wir jetzt auf Soldat B. Und die Kriegerin hier mit dem Blut macht auch auf Soldat B. Und du hier fährst dir eine Heilung rein. Und zwar 500. Ach, das sehe ich. Ja, du wirst es dann schon sein. Aber ich denke, die werden oben in der Reihenfolge stehen, wie sie unten auch angezeigt werden. Weil ich hätte da eigentlich gern die Markierung unten gehabt, wo ich auch die HP und BP sehe. Aber na gut, man kann nicht immer alles haben. Auf den B. Zack. So. Oha. 500 waren vielleicht etwas wenig, die geheilt habe. Oha, oha, oha. Nein, nicht die Mumie killen. Okay. Nebel der Verwesung. Kann ich hier irgendwie Racheangriffe machen? BP. Ach so, das ist wahrscheinlich bei den Fähigkeiten damit drin, ne? Ja, okay. Machen wir mal ein Brisselding. Ein Blitzstrahl. BP. RP, verspotten. Ah, okay. Okay, ja, du verspottest selbst. Fähigkeiten. Hier sind die RP, das ist das schwarze Loch. Ah, jetzt check ich's. Jetzt check ich's. Ah, und wir sehen bei uns rechts die Zustände. Also ist der Magier wohl gerade so ein bisschen am Bluten. Das ist nicht gut. Das ist nicht gut. Du verspottest auch einfach mal. Bam. So. Dum, 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 dum. Bam. Oh, Gold und eine starke Seele. Cool. Cool, cool, cool.
elende Soldaten. Wir müssen schnell in die Kirche und das Buch suchen. Ja, das müssen wir, aber erstmal will ich mal schauen, was ich euch Gutes tun kann. Die Elaine bräuchte nämlich ein bisschen Blut und ich glaube nicht, dass ich ihn heilen kann. Nee, kann ich nicht. Schade. Aber Elaine braucht ein bisschen Blut. So. Ich hätte eigentlich auch nuckeln sollen, aber naja. Hat man halt mal vielleicht vergessen. Was ich gerade interessant fand, Moment mal, Schlüsselgegend. Das sind dann wahrscheinlich Questgegenstände. Kriegerhelm. Das ist ja interessant. Kann ich hier jetzt jemanden ausrüsten? Und kann ich hier vielleicht auch, warte mal. Ah, okay. Ich kann mit der 9 zumindest weiterschalten auf dem Numblock. Mit der 3 zurück. Okay, also das geht auch. Okay, das ist gut zu wissen. Beziehungsweise mit der 3 weiter und mit der 9 zurück. Okay, sie kann den Kriegerhelm tragen. Ist hier noch jemand ohne Helm? Nee, haben sie alle. Ja, gut. Cool. Cool. So. Ich frage mich, ob das dann eventuell auch irgendwie eine Kirche ist, die mit Vincent Vayner zusammenhängt. Aber ich denke mal nicht. Ich denke, das Kapitel Vincent Vaynard ist endgültig abgeschlossen, ein für alle Mal. Ich denke nicht, dass da noch was kommen wird. Lass mich aber gerne eines Besseren belehren. Weil wir haben ja immer noch hier die umgewandelte Welt, sozusagen. Let's go! Hier sind noch mehr Wachen, die wir erledigen müssen. Okay. Ja, hi. Na, was ist chillig da drüben? Ja, ist chillig, oder? Gleich eine Mutsch so chillig. So. Hinweis, Feinde mit hoher Abwehr und vielen Lebenspunkten sollten möglichst vielen Statuseffekten wie Gift brennen und Blut belegt werden, da diese prozentualen Schaden verursachen. Nutze die Zauber und Fähigkeiten der Charaktere. Ja, das habe ich doch gerade schon gemacht. Also Zustände sind eigentlich erstmal immer gut. Ja, das muss man schon mal so sagen. Zustände sind immer gut. Ich glaube, sie ist die Einzige, die Gift machen kann. Deswegen machen wir es mit ihr mal. So. Ah, mit hoch runter kann man auch in den Rad drehen. Das ist sehr gut. Und damit mit hoch runter geht es schon eher in die Richtung, die ich gerne hätte tatsächlich. Blitzstrahl. Rennen. Ja, let's go. Was kannst du so? Du sagst Bluten. Ja, hau raus. Blindheit. Und du hier konntest doch, glaube ich, so ein random Ding, der Chaos lag. Let's go. Bam. Bam. Zack. Zack. Zeig mir das doch. Okay, die Mumie ist tot. Gift hat er schon. Brennen wäre noch gut. Ja, dann let's go. Blutend ist er schon. Chaosschlag. Let's go. Was haben wir hier? Polarisation, Blindheit. Und, ja, Chaosschlag. Let's go. Also brennt oder ist auch? Ah, das ist tot. Auch gut. Die beschworene Mumie wurde vernichtet.
Ja, schade, aber ist halt so. Kann ich jetzt auch nichts machen. Ich muss mich auf die Suche nach dem Buch der Eldras konzentrieren. Ich habe keine Zeit für irgendwelche Orgeln. Ja, und wenn sie in der Orgel versteckt ist? Mensch. Hier liegt ein Geldbeutel im Fass. Okay. Angriff! Damit uns die EP später nicht fehlen. Nebel der Verwesung. Auf jeden Fall. Karlschlag. Blendendes Licht. Und noch ein blutigen Schritt. Schnitt. So. Gift ist da. Blut ist auch da. Sie hat ein bisschen was verloren. Das kriegt man schön. Wie wär's mit einer Flamme, damit der bald brennt? Und wir packen mal den Chaosschlag aus. Ja. Ja, komm. Eigentlich hätte ich nochmal nuckeln sollen, aber ich vergesse es immer. Das ist halt tot. Also, jetzt. Diese schönen Zeug erhalten. Eure Feinde sind vernichtet. Sehr schön. Aber irgendwie erhält Lane gerade keine Erfahrungspunkte mehr. Aber sie ist... Ja, nee, keine Ahnung. Woran das liegt. Da-dam, da-dam, die muss auf jeden Fall dann mal nucken gehen. Oh Mann. Was sind Büchungen über den Heiligen Kreuzzug? Verflucht seit der Tag, in dem Aska mit angegriffen hat. Unser Fokus lag seitdem darauf, uns zu bekämpfen und nicht die Soldaten des Heiligen Kreuzzugs. Okay. Hier liegt eine Kette zwischen den Büchern. Hier ist nichts mehr. Okay. Hier ist also das Event auch pro Regal, alles klar. Du hast noch keine Kette, oder? Was kann die eigentlich? Schützt vor Gefrieren. Okay. Ist aber ganz angenehm, dass man hier das so gemacht hat, dass sie sich nach dem Kampf dann heilen und man somit quasi mit vollen HP startet. Das ist in der Tat sehr angenehm. Mach und A. Alle Gegner. Du den Karlschlag auf Wach und B. Ich habe da eher das Gefühl, dass ich treffen könnte. So. Einer ist auf jeden Fall ein bisschen blind. Das gefällt mir sehr gut. Blutsaugen. Ja, Nuckelblut. Nuckelblut. Der hier blutet noch nicht. Polarisation, ja, ja. Und noch ein Karlschlag. So. Nuckel, nuckel, nuck, nuck. Okay. Dann werden wir gleich auch nochmal mit dem Dingens nuckeln, mit dem anderen. Auf jeden Fall werden wir mit dem nochmal nuckeln. Mit ihm hier. So. Und let's go. Ja, ich finde die Idee mit den Spezialangriffen cool. Zwei normale und eine starke, sehr schön. Ich könnte eigentlich auch mal nochmal eine Mumie beschwören. Warum mache ich das nicht? Ein Vorrat an Heiltränken. Weitere Bücher über Vincent Vaynard. Dieser Name verursacht bei mir immer noch pure Abscheu.
Spielkörper, Vampire und den besten Wegen, beste Wege, sie zu vernichten, ne? Überraschenderweise steht da kein Blödsinn wie der allgemeine Aberglaube, dass Vampire Angst vor Knoblauch hätten. Wer auch immer diese Bücher geschrieben hat, besitzt ausreichend Erfahrung in der Bekämpfung von Vampiren. Das ist beunruhigend. Das ist beunruhigend. Das heißt nämlich, die wissen gut Bescheid. Das ist für uns auf jeden Fall nicht so knorke. So. Hier steht ein Buch über den Sieg Vincent Baynards über die Vampire. Wenn die Menschen wüssten, wer er wirklich gewesen war, würden sie ihn nicht feuern, ne? Ja, das wissen die aber nicht und ist vielleicht auch besser so. Ja. Ja, ist ja gut, haben wir begriffen, okay. Heilelixier erhalten, sehr schön. In den zeitlichen Schränken ist nichts dran, okay. Schade, ich schaue trotzdem nach. Moment, auch nichts. Was zum Teufel ist das hier? Eine Hülle feuerleuchtender Kristalle? Hier liegt definitiv irgendeine Art von Magie in der Luft. Ja, aber was für eine Art von Magie, das erfahren wir im nächsten Part. Für diesen hier soll es das erstmal gewesen sein. Ich bedanke mich sehr fürs Zuschauen. Hoffe, ihr hattet wieder Spaß an diesem Part. Über einen Kommentar oder eine Bewertung würde ich mich sehr freuen. Und wir uns auch beim nächsten Mal wiedersehen, wenn es wieder heißt Let's Play Vampire Stone 3. Bis dann, macht's gut. Ciao, Leute. Und ich meine natürlich nur die Demo.